Im Vorfeld zum Neujahrsempfang der Außerfeiner Wirtschaft haben die Präsidentin der Wirtschaftskammer Tirol, Barbara Thaler, und Christian Striegel, Obmann der Wirtschaftskammer Reute, zu einem Pressegespräch geladen. Das wirtschaftliche Umfeld steht auch 2024 vor Herausforderungen. Aber auch die internationale Unsicherheit trifft den Wirtschaftsstandort Tirol. Was soll man dagegen tun? Welche Maßnahmen sollen gesetzt werden? Das und alles Weitere erklären jetzt die Wirtschaftskammerpräsidentin und der Obmann der Wirtschaftskammer Reute. Das Jahr 2024 wirft natürlich jetzt schon Schatten voraus, 2 Wochen alt. Wir haben es wie immer, die Frau Präsidentin wird die tirolweiten Themen beleuchten und so auch man natürlich auf die lokalen Themen mit eingehen. Freut mich sehr, dass ich wieder einmal im Bezirk sein kann und dass wir wieder so einen tollen Neujahrsempfang haben werden. Neujahrsempfänge sind bei uns in der Wirtschaftskammer wirklich jedes Jahr ein ganz besonderer Anlass. Es ist logischerweise immer zum Jahresbeginn und man spürt in allen Bezirken bei allen Neujahrsempfängen wirklich immer sehr viel Energie und Antrieb der Unternehmerinnen und Unternehmer. Das Jahr wird nicht ganz einfach. Das hat 2023 schon nicht ganz einfach aufgehört. Ja, die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft sind schwieriger geworden in den letzten Jahren. Natürlich gibt es auch Herausforderungen. Ja. Wir haben die von 2023 mitgenommen. Wir haben sehr hohe Energiekosten, die für viele Betriebe sehr schwierig sind. Es gibt einen Arbeitskräftemangel in mittlerweile nahezu allen Branchen. Das sind schon Dinge, woran die Betriebe in Reute, im Bezirk Reute, aber in ganz Tirol zu knappern haben. Und da gilt es natürlich, Lösungen aufzuzeigen und auch als unsere Aufgabe als Wirtschaftskammer auch praktikable Rahmenbedingungen einzufordern. Die Rahmenbedingungen, es gibt ja zahlreiche Forderungen seitens der Wirtschaftskammer. Was sind jetzt einige der wichtigsten Anliegen? Ja, wir sehen in unseren Umfragen der Wirtschaftskammer, die wir seit über 20 Jahren schon machen, dass das Thema der Arbeitskosten und auch des Arbeitskräftemangels immer die drängendsten Probleme sind. Das war 2023 schon so und das ist auch heuer so. Und da ist unsere Forderung Richtung Politik schon ganz deutlich, ihr müsst uns die Lohnnebenkosten senken. Ihr müsst uns mehr Spielraum geben. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anzustellen, die vielleicht schon in der Pension sind, aber trotzdem gerne weiterarbeiten würden, da braucht man steuerliche Erleichterungen. Weil diese Lust an Leistung, diese Lust am Weiterarbeiten, die soll belohnt werden. Ja? Und die Menschen, die nicht arbeiten können, für die ist das Sozialsystem da, weil genau dafür haben wir es erfunden. Und das ist eigentlich einer meiner größten Wünsche an die Politik für das kommende Jahr. Ihr müsst die Rahmenbedingungen wesentlich einfacher machen, dass es uns gelingt, leichter Mitarbeiter zu bekommen und dass denen auch mehr im Geldtaschel bleibt. Dass das Jahr 2023 nicht nur in Österreich und in Tirol, sondern auch im Bezirk Außerfern oder Bezirk Reute eher durchwachsen war, ist jetzt, glaube ich, kein Geheimnis. Aber entweder wegen der mittelprächtigen Wirtschaftslage oder gerade deswegen haben wir heuer einen Rekord oder beziehungsweise 2023 einen Rekord an Neugründungen zu verbuchen. 122 Neugründungen hat es bei uns im Bezirk gegeben. Damit sind wir in Tirol eigentlich der gründungsintensivste Bezirk, den es gibt. Der jüngste Gründer war 18. Die ältesten Gründerinnen beziehungsweise ein Gründer und eine Gründerin waren 72. Also Alter schützt vor Selbstständigkeit nicht. Und auch eine exotische Neugründung haben wir gehabt. Eine Wahrsagerin hat sich in der Wirtschaftskammer Reute zur Selbstständigkeit angemeldet. Wir haben eine der größten Herausforderungen im Bereich Arbeitskosten beziehungsweise die Schwierigkeit, immer mehr Energie investieren zu müssen, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Und das betrifft mittlerweile alle Branchen gleichzeitig. Und da braucht es einfach neue Weichenstellungen seitens der Politik. Diese hohen Lohnabschlüsse, die hohen Arbeitskosten, die die Unternehmerinnen und Unternehmer tragen, die waren eine Vorlage in den Wirtschaftsstandort. Und da braucht es heuer im Jahr 2024 Ausgleichsmaßnahmen seitens der Regierung. Stichwort steuerbegünstigte Überstunden, da wird der Christian dann noch kurz darauf eingehen. Stichwort Arbeiten im Alter. Also wir erwarten
wirklich auch Wettbewerbsfähigkeitsmaßnahmen seitens der Regierung für die Betriebe im Jahr 2024? Die Wirtschaftskammer Tirol und natürlich auch die Bezirksstelle Reute fordern natürlich eigentlich eine Steuerbefreiung oder eine Verringerung der Steuern auf mehr Arbeit. Jetzt führen mehrere Wege natürlich zu dem Ziel. Eines davon ist, die Mehrarbeit steuerlich zu begünstigen. Bedeutet, wenn jemand in der Pension arbeitet, dass er weniger Steuern zahlt, das Mehr an Arbeit muss sich rechnen, geht weiter über steuerbefreite Überstunden und natürlich die letzte Maßnahme ist, das mit Fremdarbeit zu erledigen. Das bedeutet, die Saisonskontingente zu erhöhen. Die Saisonskontingente hat man bereits erhöht, aber in einem Maß, das vollkommen unzulänglich ist. Also wir sprechen da um einen Faktor 10, um den man die erhöhen müsste. Seit 40 Jahren dauert die Diskussion über den Fernpass und wir befinden uns an der gleichen Stelle, wie wir vor 40 Jahren angefangen haben. Es gibt in der Zwischenzeit einen Forderungskatalog bzw. einen Maßnahmenkatalog aller Anrainergemeinden der B179, das bedeutet von Vils bis Biberwehr, die zusammen einen Maßnahmenkatalog, wenn man es so beschreiben will, wo die Punkte draufstehen, die zu einer Verbesserung führen sollten, abgebildet sind, den unterstützen wir vollinhaltlich, also voll und ganz. Da finden sich Maßnahmen wie zum Beispiel die Abfahrtsbeschränkungen, eine Umfahrungsstraße im Ehrwalder Becken und so weiter. Diese Maßnahmen können wir voll und ganz unterstützen. Und das Einzige, was zählt, ist, dass die Bevölkerung irgendwann einmal zur Ruhe kommt und den Stau ausweichen kann. Aber das große Wunder einer Verkehrsentlastung wird es trotzdem nicht führen, da ja die B179, wie Sie heute auch schon des Öfteren erklärt haben, die einzige Verbindung über den Fernpass ins Inntal ist. Der Fernpass ist und bleibt das Nadelöhr. Das ist die Verbindung zwischen dem süddeutschen Raum und den Urlaubsdestinationen, ob es in Italien sei oder auch hoffentlich bei uns im Land Tirol, in den Nachbarbezirken. Es fahren in Spitzentagen 27.000 Autos über eine einspurige Straße. Wir können Maßnahmen treffen, was wir wollen. Stau wird es immer geben. Ich möchte ein positives Beispiel bringen, woran man sieht, dass sich das Bohren harter Bretter, dass sich Interessensvertretung auszahlt, und zwar das Thema höhere berufliche Bildung. Und das ist uns als Wirtschaftskammer immer ein sehr großes Anliegen gewesen. Das ist ein Gesetz, das im Dezember noch im Nationalrat beschlossen wurde. Was steckt dahinter? Es geht um das berufspraktische Ausbildungssystem, das parallel zum schulischen Ausbildungssystem steht. Mit dem neuen Gesetz wird die Lehre extrem aufgewertet. Also es gibt jetzt bald Möglichkeiten, dass man sich zwischen der Lehrabschlussprüfung und der Meisterprüfung mit staatlich anerkannten Abschlüssen weiter qualifizieren kann. Also man kann sich als Installateur weiterentwickeln, weiterbilden zu einem staatlich anerkannten Photovoltaik-Experten zum Beispiel. Das bedeutet, dass ich in Zukunft staatlich anerkannte Abschlüsse machen kann zwischen der Lehrabschlussprüfung und der Meisterprüfung, gleichwertig zum schulischen System, ohne dass ich eine Matura machen muss oder eine Studiumsberechtigungsprüfung. Und das wird die Lehre wahnsinnig aufwerten. Das war eine langjährige Forderung der Tiroler Wirtschaft und ich freue mich wirklich, dass es sich ausgezahlt hat, dieses Interessensvertretungsbrett zu bohren, weil es gelungen ist, es umzusetzen. Und es ist eigentlich einer der größten Meilensteine in der bildungspolitischen Landschaft seit Einführung der Fachhochschulen vor 30 Jahren. Ein altes Sprichwort sagt ja, Handwerk hat goldenen Boden. Will man genau mit dieser Aktion jetzt den Lehrling, noch mehr Lehrlinge in Tirol motivieren, um ein Handwerk bzw. technische Ausbildung zu erlernen? Ja, es gibt mehr Perspektiven. Für alle die Mitarbeiter unserer Betriebe, die früher Lehre gemacht haben oder jetzt gerade Lehre machen, gibt es wirklich die Möglichkeit, diese Perspektiven auch in kürzeren Schritten anzugehen. Ja? Und das wird die Lehre aufwerten. Zum Beispiel kann ich mich von einem Installateur zu einem Photovoltaik-Experten weiterbilden lassen. Das ging zwar bisher auch schon, aber jetzt gibt es staatlich anerkannte Abschlüsse. Aber das gilt genauso für Beispiele im Handel oder auch im Tourismus. Kann ich mich weiterbilden lassen zu Regionalmanagerin oder Regionalmanager.
Wir werden da im kommenden Jahr ganz viele Beispiele sehen, wo man das dann auch richtig angreifen kann und spürt, was das für einen Unterschied machen wird. Etwas, worauf wir letztes Jahr schon hingewiesen haben und was sich als Renner entpuppt hat, ist unsere Elektroakademie am Wifi. Wir haben das letzte Mal, wo die Presse bei uns zu Besuch war, haben wir dürfen die Räumlichkeiten anschauen. Die werden ständig verbessert. Die Wirtschaftskammer Tirol hat uns, beziehungsweise das Wifi, hat uns da finanziell unterstützt, hat einige 100.000 Euro in die Hand genommen, um bei uns ein Elektrolabor beziehungsweise eine Elektroausbildungsstätte zu schaffen, die sich in Österreich nicht verstecken muss. Also da sind wir ganz vorne dabei in Westösterreich. Das zeigt auch, dass zum Beispiel gerade viele Lienzer Nummern oder viele Nummern aus dem Unterland und auch aus benachbarten Bundesländern Salzburg und Vorarlberg bei uns die Elektroakademie, also die Räumlichkeiten nutzen und die Ausbildung dann machen. Das Jahr 2024 schaut gar nicht so schlecht aus, also wir sind da frohen Mutes, speziell der Tourismus wird uns da ganz stärken im Bezirk Reute. Wir sind ja auf den Branchenmix sehr stolz, also wir haben wirklich, also wenn der Volkswirt aufzeichnen müsste, welche Schemata braucht es, dass ein Bezirk gut wirtschaften kann, ein Drittel Industrie, ein Drittel Handel, Gewerbe, Handwerk und ein Drittel Tourismus, und das bringt uns momentan durch die Krise. Deswegen ist unser Bezirk eigentlich seit Jahr und Tag relativ krisenresistent. Im letzten Jahr 2023 hat die Bauwirtschaft ein wenig geschwächelt und die Industrie hat ein wenig nachgelassen. Dafür hat die Corona-geschundene Tourismusbranche hat sich krisenresistent gezeigt und hilft uns hoffentlich aus diesem leichten Minus hinaus. Speziell den Sommer- und Wintertourismus möchte man künftig weiter ausbauen bzw. ankurbeln. Ja, es geht eigentlich darum, dass der Tourismus in der Bevölkerung auch dementsprechend angenommen wird. Die Wünsche der Bevölkerung und die Wünsche der Touristiker müssen sich nicht gegenseitig ausschließen. Ich sage nur zwei Beispiele, zum Beispiel Reute an Eis, das vom Tourismusverband und der Marktgemeinde Reute finanziert wird, ist sehr wohl für den Tourismus da, als auch für die Bevölkerung. Das zweite gute Beispiel ist zum Beispiel Lumacica, das klassisch ein wirtschaftliches Projekt ist, aber auch der Bevölkerung dient, dass sie natürlich da ihre Freizeitmöglichkeiten hat. Wir wissen alle, dass die hohe Inflation, die zwar im Laufe des Jahres gesunken ist, aber sich doch hartnäckig hält, viele Betriebe herausfordert. Auch für die energieintensiven Betriebe, die viel auf Energie angewiesen sind, leiden nach wie vor unter hohen Energiekosten. Die Konjunkturumfrage zeigt schon, dass die Industrie nach wie vor gedämpft ist. Das macht mir schon Sorge, muss ich ganz ehrlich sagen. Es zeigt auch, dass der Handel und auch die Dienstleistungsbranche heuer noch daran knappern wird. In der Bauwirtschaft hat es auch schon bessere Zeiten gegeben, aber unsere Zahlen zeigen, dass man die Talsohle wahrscheinlich überschritten hat. Und das ist etwas, worauf man sehr Acht geben muss, damit wir diese Balance, dieses Geflecht, dieses Feine am Standort auch erhalten können. Wir haben gerade nur ein Beispiel aus dem Handel. Viele Betriebe, die mir erzählen, dass sie jetzt das zweite oder dritte Jahr hintereinander sehr hohe Lohnabschlüsse hatten und gleichzeitig aber auch ihre Mieten indexiert werden. Und in Summe kommt da eine finanzielle Herausforderung auf die Betriebe zu, und das muss ja erst einmal erwirtschaftet werden. Und da braucht es wirklich bessere Rahmenbedingungen von der Politik, die das Wirtschaften auch wieder einfacher macht. Die Bauwirtschaft hat nur ein wenig geschwächelt, weil sie einen Auftragsüberschuss gehabt haben. Und gerade in der Bauwirtschaft, also wir reden jetzt klassisch vom Hochbau, ist es so, dass das Zinsniveau natürlich eine bedeutende Rolle spielt und die Kreditvergaberichtlinien sind natürlich wesentlich strenger geworden. Das bedeutet, im Einfamilienhausbau, der ist relativ zurückgegangen. In der Industrie ist hauptsächlich der ehemalige Wirtschaftsmotor Deutschland, der eigentlich ganz Europa über Wasser gehalten hat, schwächelt und hüstelt ein wenig. Da sind die Zahlen ein wenig zurückgegangen, wobei die Prognosen eigentlich wieder nach oben tendieren. Was wir aber heute schon vorwegnehmen können, ist, dass 2024 für die Verkehrswirtschaft eine Herausforderung werden wird, auch für die Industrie. Die Stimmung ist da nach wie vor gedämpft. Natürlich auch die Bauwirtschaft. Und wir sehen aber auch, dass der Tourismus
immer eine starke Stütze bei unserem Standort war. Und diese Stütze hat man auch schon in den vergangenen Jahren bei der Finanzkrise zum Beispiel gesehen. Und während der schwierigen Corona-Zeit haben vor allem Industrie und Bau diese Abfederung, diese Stützenfunktion unternommen. Und das zeigt mir, dass wir einen sehr breit aufgestellten Wirtschaftsstandort haben, mit großen Betrieben, mit kleinen Betrieben, aus vielen verschiedenen Branchen. Und das macht uns am Ende stark. Und das macht unseren Standort am Ende auch robust. Und das ist ein wirklich großer Punkt, der mich sehr positiv ins Jahr 2024 blicken lässt. Wir machen schon seit 20 Jahren jedes Jahr im Jänner die Vorstellung der großen Konjunkturumfrage. Da werden in ganz Tirol die 200 größten Leitbetriebe in allen Branchen gefragt, wie geht's euch jetzt? Wie schaut es in der Firma aus, in der Branche aus und wie seht ihr die nächsten 6 Monate? Und davon kann man viel ableiten, weil natürlich die großen Leitbetriebe, viele Betriebe rundherum, viele KMUs, viele Spezialisten auch dann als Auftragnehmer haben. Und insofern ist dieser wunderbare Mix, den wir am Standort haben, in ganz Tirol, aber natürlich auch im Bezirk Reutte, an großen Betrieben, an kleinen Betrieben, an Generalisten, an Spezialisten, ein ganz wunderbar feines Geflecht, das unseren Standort so robust macht, ja? Auch durch Krisen hindurchführt. Und das lässt mich bei all den Herausforderungen, die wir haben, schon positiv ins Jahr 2024 blicken. Die Bezirksstelle Reutte ist eigentlich der praktische Arzt, zu dem unsere Unternehmerinnen und Unternehmer hinkommen können, wenn der Schuh drückt und 90% der unter Anführungszeichen Krankheiten werden dann behandelt. Alles andere, wenn schwierigere Fragen sind, wird dann weitergeleitet an die Wirtschaftskammer Tirol. Ich kann nur sagen, mit unseren Angestellten, die wir in der Wirtschaftskammer haben, machen wir einen hervorragenden Job. Also das beginnt bei der Gewerbeanmeldung und geht über die kleinsten Probleme, sei es Import, Export, ob es mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu tun hat. Wir decken eigentlich 99% aller Fragen ab.